Super, dass du in diesem Videopodcast reinschaust. Mein Name ist Klaus Burkhalter und ich wünsche dir, dass du bei diesem Videopodcast Gottes Reden, Gottes Wirken, Gottes Erleben wirklich erfahren kannst. Es ist kein Zufall, dass du diesen Videopodcast jetzt schaust. Ich wünsche dir viele spannende Momente, eine inspirierende Predigt und göttliche Erfahrungen. Ich möchte heute über etwas ganz, ganz Wichtiges reden. Es ist jede Message wichtig, aber das, was ich heute erzähle, ist für mich, für mein Herz, etwas sehr, sehr Wichtiges, was ich erkennen im letzten Jahr. Wir haben die letzten paar Wochen haben wir über den Heiligen Geist gehört. Wir haben die ganze Serie durchgenommen, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt, seine Fülle, seine Grösse, seine Power in uns innen. Ein wunderbares Thema. Und ich glaube, und ich behaupte sogar, dass wenn wir den Heiligen Geist nicht haben in unserem Leben innen, dass ich bezweifle sogar, dass wir richtige Christen werden können. So wie Gott will, dass wir Christen sein können. In dieser Autorität und in dieser Fülle können wachsen, wo nur der Geist durch uns durch kann zulassen. Letzte Woche haben wir gehört, dass auch die Seele in uns innen ist und dass wir müssen lernen, dass unsere Seele sich am Geist unterordnet. Dass die Seele, die manchmal eigene Gedanken hat, eigene Wege sind, die nicht sich mit Gottes Wegen decken, dass wir sie sollen unserem Geist unterordnen. Für die, die nicht da waren in der letzten Zeit. Und ich möchte heute über etwas reden, wo ich wie auf das aufbauen kann. Und wo ich vor einem halben Jahr die Message habe, oder der Message-Titel für mich festgelegt, habe ich gedacht, ich kann nicht über das predigen, das ist ein krasses Thema. Weil ich möchte heute über den Satan reden. Und der Satan ist etwas, wir nehmen, glaube ich, nur schon das Wort nicht gern ins Maul. Es macht ihm doch irgendwie Angst, oder es löst Unbehagen auf. Aber ich habe gemerkt, dass der Satan ganz eine wichtige Rolle spielt. Und zwar müssen wir Christen erkennen, wer der Satan ist. Wir müssen erkennen, dass er da ist, dass er, was seine List ist, was seine Angriffe sind zu uns, damit wir wachsen können, Autorität im Herr, und nicht immer von ihm angegriffen werden und von ihm zerstört werden, von ihm perfid umgeleiert werden in einer Logik. Und ich möchte heute über den Satan reden. Der Satan war ein Engel. Ganz am Anfang, in Gottes Reich, ein hoher Engel, ein wunderschöner Engel. Aber er hat sich über Gott erheben. Und Gott hat gesagt, nein, ich bin Gott. Und niemand kann sich über mir erheben. Ich bin heilig. Und dann hat er den Himmel verlassen. Und er hat seine Gehilfen mitgenommen. Also, ich glaube, es waren noch wie andere Engel, die wie ihm gefolgt sind, die auch nicht zufrieden waren. Und der Satan hat sich angefangen auflehnen gegen Gott. Er ist ein Widersetzer von Gottes Wort. Also, sein Name bedeutet Widersetzer. Alles, was er macht, ist gegen Gottes Plan. Alles, was er macht auf dieser Welt, alle seine Strategien sind gegen Gottes Willen. Immer, immer. Auch wenn sie gut aussehen, manchmal, auch wenn sie manchmal verlockend aussehen und manchmal denken, das ist doch nicht schlimm. Oder Sachen eingehen im Leben und manchmal auf das Mal stehen wir vor einer Ruine und merken, dass eigentlich der Satan uns mit etwas Wunderschönem, mit einer rosaroten Brille, hat in die Ruine gebracht. Er ist immer gegen das Reich von Gott. Er hindert jeden daran, dass das Reich von Gott gebaut werden kann auf dieser Welt. Und vor allem in unserem Herzen, in unserem Körper, in unserer Seele, das Reich von Jesus darf lebendig werden. In Matthäus 13, 19 lesen wir, wer die Botschaft von Gottes neuer Welt hört, sie aber nicht versteht, bei dem kommt der Satan und reißt die Saat aus seinem Herzen. Also der Teufel, er bemüht sich darum, dass er uns Christen, wir, die uns zu Jesus bekennt haben, die mit Jesus leben, das heisst nicht, dass wir dann einfach geschützt sind, sobald wir Christen werden. Er bemüht sich darum, dass er mit Listen, mit Angriffen uns von dieser Heiligkeit, die wir in Jesus haben bekommen, die Autorität in Jesus, er reisst die aus unserem Herz raus und probiert uns Lugine in unser Leben hineinzugeben, die sich nicht mit dem Wort Gottes decken und nicht mit dem Herrn. Was er macht, ist zerstören, dass wir nicht wachsen können in Autorität. Weil dann fängt die richtige Gefahr an für den Satan, wenn wir Autorität bekommen in Jesus Christus. Und das ist nur möglich durch den Geist, der in uns muss leben muss, in seiner Fülle und in seiner Kraft. Ich möchte mal mit euch ein paar so Angriffe anschauen und ich bin ganz sicher, dass euch ein paar, oder wenn nicht alle, sehr bekannt vorkommen. Wir sind alle mehr als bekannt. Der eine ist Entmutigung. Ich glaube, wir kennen alle entmutigte Seelen, oder?
Manchmal haben wir eine Vision von Gott bekommen, wo wir her sollen. Und wir sind voll Tatendrang. Und dann kommt der Stein in unseren Weg rein, legt sich unseren Weg und wir denken, oh, das ist so schwer, das schaffe ich nicht. Ich gebe auf. Manchmal sind wir entmutigt, wenn der Tag nicht so läuft, wie wir uns vorgestellt haben. Wenn Sachen nicht so, wie wir laufen, wie wir es gedacht haben. Und wir gehen sehr schnell manchmal auf und gehen in die passive Haltung rein, in die Entmutigung rein. Ich kann das ja nicht. Ich bin ja nicht würdig. Ich kann nichts. Und ich sage dir eins, der Satan liebt es, wenn wir entmutigt sind. Er liebt es, wenn wir aufgeben und nicht mehr die Vision sehen, die Gott uns ins Herz hat hineingegeben. Und wir probieren zu versagen und wir wollen aufgeben und wollen scheitern. Das ist ein Angriff von Satan. Das andere ist Sorgen. Qualvolle Unruhe auf Gedanken im Blick auf ein drohendes Problem, das kommt. In der Bibel steht es aber, dass wir uns nicht sorgen sollen, dass wir alle unsere Sorgen sollen auf Gott werfen, weil er sorgt für uns. Seht ihr schon? Die Bibel sagt etwas anderes, als der Satan sagt oder was er macht. Und das Krasse ist, dass ich so viel diesen Sorgen nachgebe. Und in die hineingehe und ihnen wie Gewicht gebe in meinem Leben. Anstatt dieser Wahrheit von Gott. Zu dem kommen wir dann an. Meinungsverschiedenheiten ist auch so ein Punkt. Der Satan liebt, wenn er in unsere Meinungsverschiedenheiten hinein kann Groll bringen, wenn er uns kann zerstören, unsere Einheit kann zerstören, die wir haben. Und auch unsere christliche Einheit. Auch in christlichen Kreisen oder haben wir Meinungsverschiedenheiten. Und es ist so wichtig, wie wir mit denen umgehen. Es ist so wichtig, wie wir aus Meinungsverschiedenheiten wieder rausgehen. Nämlich, dass wir eine Einheit bleiben und sagen, schau, ich lasse deine Meinung stehen. Und du kannst meine auch lassen. Wir können später nochmal darüber reden. Und vielleicht können wir auch darüber beten, dass wir eine Einheit bleiben können. Aber was er macht, er bringt vielmals Spaltung rein. Mit Groll, wo er kommt, manchmal auch Eifersucht. Und das grösste Problem dort drin ist meistens der Stolz. Es sind nämlich auf beiden Seiten Leute, die Recht haben wollen. Und ich sage, der Stolz wird Gott vom Ross abschreissen. Der Stolz hat keinen Platz im Himmelreich. Gott hasst Stolz. Es widerspricht ihm total. Und was das Problem ist von einem Stolz, er hat gesehen, nur seine Sichtweise. Und krass ist, dass der Satan kommt, er nimmt ihn und er tut ihn gefangen in seiner eigenen Sichtweise vom Stolzen. Und der Stolz wird blind für seine eigenen Probleme. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Er wird blind für seine Probleme. Das sind auch die Menschen, die wie Gückeln in der Welt rumlaufen und das Gefühl haben, sie machen alles richtig. Und es bin so manchmal ich. Ich kenne das, ich kenne Stolz. Und ich kenne es, wenn Gott sagt, das ist nicht richtig. Kompromisse. In der Gemeinde heilig. Im Alltag so, als gäbe es Gott nicht. In der Bibel stehen zwar sehr viele Sachen, aber diese Sachen sind nicht ganz klar. Und wenn ich jetzt halt etwas machen möchte im Leben und halt in der Bibel nicht ganz klar steht, dann mache ich es halt einfach mal. Das kennen wir auch, oder? Wir tun sehr viele Sachen machen, wo wir das Gefühl haben, ja, das geht schon. Es muss ja für mich und für Gott stimmen. Aber wisst ihr was? Ich glaube so sehr, dass wir Gott um seinen Willen fragen, für unser Leben, was er möchte. Ich glaube, dass Gott will, dass wir ihn fragen, dass wir nicht einfach Kompromisse eingehen bei Sachen, die wir nicht wissen. Dann lassen wir sie doch lieber sein. Weil Satan, er nutzt diese Gelegenheiten aus, damit wir Kompromisse eingehen, einen Schritt in die Welt rausmachen, wo Gott eigentlich gesagt hat, nein. Und dort kommt der Teufel und sagt, gut. Und schau, jetzt kannst du noch das machen und noch das. Und noch das, ich mache dir noch viel mehr Türen auf. Kompromisse, ich kenne das so gut in unserem Leben. Weil wir nicht Geduld haben, zu warten, bis Gott redet. Und weil wir manchmal nicht Geduld haben, zu forschen, bis wir wirklich eine Antwort bekommen. Erfolg, Macht und Geld reißt uns vielmals auch in die Welt. Das sind Versuchungen, die der Satan uns gibt. Versuchungen, dass er uns lockt und sagt, also komm, es kann doch nicht sein, dass du alles nur in die Kirche machst. Oder es kann doch nicht sein, dass du das und das machst. Oder wer hat dir gesagt, das und das? Probier doch mal etwas Neues aus. Und ich glaube, auch Versuch ist etwas so Gefährliches, dass wir Sachen nachgeben, die Gott eigentlich nicht für uns hat gedacht. Verwirrung. Wir werden die Bibel nie ganz verstehen. Die Bibel ist
nicht hundertprozentig verständlich für unser jetziges Auge. Ich glaube aber, dass wir durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist uns Augen geben kann, dass er uns Sachen aufzeigt, die für uns noch nicht sichtbar sind, das glaube ich. Aber durch das, dass wir die Bibel manchmal nicht verstehen und glauben auch Gottes Handeln auf dieser Welt manchmal nicht verstehen. Gott lässt Sachen zu auf dieser Welt, die uns lassen, riesige Fragezeichen sein. Wo wir sagen, Herr, aber gell, du siehst schon, was in dieser Welt geht. Aber ich habe gemeint, du seist fair. Ich habe gemeint, du seist gerecht. Aber irgendwie, ich komme nicht raus. Und soll ich dir sagen, wer es liebt, dass wir so viel anfangen zu zweifeln? Dass wir verwirrt sind. Das ist der Satan. Er liebt, wenn wir an Gott für anfangen zu zweifeln. Und sogar am Schluss Gott selber hinterfragen, ob er echt wirklich gut ist und ob er es echt wirklich im Griff hat. Angst. Wir kennen Angst. Angst, krank zu werden. Angst vor dem Versagen. Angst, jemand könnte sterben, jemand nahe um uns herum, ich selber könnte sterben. Angst, was die Leute von uns denken. Aber in der Bibel steht, ich habe euch keinen Geist von der Furcht gegeben, sondern einen Geist von Liebe, von Kraft und von der Besonnenheit. Amen. Und das ist die Wahrheit. Wir sollen uns nicht ängstigen. Wenn du Schmerzen hast an einem Ort, heisst nicht, dass du Krebs hast. Und vielmals, wenn wir irgendeine Sache erleben, dann gehen wir forschen ein, was könnte das sein und Hilfe. Und was ist denn, wenn das kommt und das? Und der Teufel nimmt uns in eine Sorge rein, dass er uns einlegt, unsere Gedanken, dass wir denken, was alles könnte sein und jetzt passiert das. Ich kenne das sehr gut, wenn meine Kinder zu spät von der Schule heimkommen. Ein bisschen zu spät. Manchmal spinne ich fast. Weil ich Angst habe, dass jetzt jemand ist gekommen und vielleicht sie hat genommen. Vielleicht jemand sie hat entführt. Und der Satan liebt es, wenn ich Angst habe und meine Kinder nicht in Gottes Arme innen vertraut darf abgeben. Er liebt es. Aber es ist nicht von ihm, es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht das, was Jesus, was Gott über uns sagt, was Gott zu uns spricht. Ja, und Gott hat uns etwas Wunderbares gegeben. Wir sind diesen Angriffen, sind wir nicht ausgeliefert, wisst ihr das? Wir sind nicht ausgeliefert. Du denkst dir sicher, ja, ich kann gegen dich ankämpfen. Das ist einerseits richtig, aber nicht du. Wir können gar nicht. Wir brauchen den Geist von Gott, der uns Weisheit, Autorität, Erkenntnis und Kraft schenkt. Am Satan seine List zu zerschauen. Und Gott hat uns eine Waffenrüstung gegeben. Ich möchte mit euch das Bild anschauen von dem Ritter, der angekleidet ist. Er ist rundum geschützt mit der Waffenrüstung. Rundum. Niemand kommt, ein Pfeil kann an ihn herkommen. Ich möchte mit euch die 6 Punkte anschauen. Im Epheser 6, 10 bis 17 steht: Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Habt ihr das gehört? Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir haben immer das Gefühl, wir kämpfen gegen Menschen. Der hat gemacht, die hat gesagt, der lebt so komisch und das stört mich. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen Macht und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wir kämpfen in einer unsichtbaren Welt und wir müssen etwas begreifen, dass die unsichtbare Welt, die Gott uns nicht zeigt momentan, die ist genau so real, wie wir heute hier sind. Genau so real gibt es der Satan, seine Dämonen, gibt es aber auch die Engel. Und Gott und Jesus, und das ist das Siegervolk, das ist die Siegerseite. Aber die sind da, die sind im Kampf gegen uns. Die kämpfen um jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde, für ihn können wegzuziehen von der Intimität, von der Innigkeit mit Jesus, wo Kraft bedeutet, Kraft im Herrn. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen.
Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unentschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel von der Wahrheit. Was ist das? Es ist das Wort Gottes. Und wenn ihr es habt gemerkt, in all diesen Punkten vorher, es ist immer eine Lüge, die der Satan uns gibt. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich habe dich geschaffen nach meinem Ebenbild. Du bist perfekt. Du bist wunderbar. Und die Bibel ist die Wahrheit. Punkt. Ist es so? Die Bibel ist die Wahrheit. Und wir müssen auch lernen, dass wir uns nicht auf unsere Gefühle und auf unsere Seele verlassen, die uns immer wieder Sachen erzählt und die Seele und Gefühle, die können sich in einem schwankenden Tempo auf und runter begeben. Aber Gottes Wort ist unveränderlich. Wir müssen lernen, dass wir auf das unveränderliche Wort Gottes, dass das wieder unsere Festung wird, unser Fundament und nicht unser Gefühl, was sich von jedem Tag, von Stunde zu Stunde verändern kann. Das ist so wichtig. Wenn Gott sagt, ich habe dir keinen Geist vor Angst gegeben, dann hat er das. Wenn Gott sagt, alle Sorgen werfen sie auf mich, dann meint er es so. Wenn Gott hat vollbracht, dann hat er es vollbracht. Das ist unsere Waffe. Die ist so stark. Der Brustpanzer vor Gerechtigkeit. Gerecht sind wir. Jesus hat uns gerecht gesprochen am Kreuz. Wir können uns nicht mehr verdienen, gerecht sein. Aber wisst ihr was? Wenn wir Jesus anfangen gefallen, wenn wir Kinder werden wollen, Menschen werden wollen, die Jesus nachfolgen wollen, dann wollen wir anfangen Taten in unserem Leben machen, die Jesus ehren. Wir wollen unsere Motive prüfen. Unser Handeln, unser Denken und unser Reden soll recht dastehen vor dem Herrn. Unser Anliegen soll sein, dass alle unsere Gedanken, dass wir die am Heiligen Geist unterordnen und sagen, Heiliger Geist, da bin ich. Tu meine Gedanken, meine Gefühle leiten, damit du zur Ehre kannst kommen durch mein Leben durch. Das soll unser Wunsch sein. Ein Beispiel, ein kleines ist, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, oder meistens ich liege noch im Bett, sage ich, Heiliger Geist, da bin ich. Ich lege dir den Tag in deine Hände. Ich tue meine Gedanken, meine Worte, mein Sein, ich tue alles dir unterordnen. Mach du etwas aus meinem Leben, weil ich kann nicht, aber du kannst durch mich. Schuhe von der Bereitschaft. Früher hatten die Soldaten die Schuhe Tag und Nacht an, damit sie jederzeit bereit sein konnten, in den Kampf zu ziehen. Das finde ich sehr ein schönes Bild. Was heisst das für uns? Wir sollen Bereitschaft haben, jederzeit das Evangelium vom Frieden zu verkünden. Und ich kenne es sehr gut, wenn ich am Abend müde bin, Beine aufhebe und ausruhen will. Dann ist auch mein Gefühl da innen, dass der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist mir einen Impuls gibt und sagt, Maria, komm, jetzt hock noch her, ich habe dir noch ein paar Menschen, die ich wirklich möchte, dass du für sie betest. Dort aufzuraffen und sagen, oh, okay, Herr. Und wir sollen bereit sein, jederzeit. Aber wir sollen auch bereit sein, jederzeit immun zu sein für die Versuchungen vom Satan. Und ich behaupte, das können wir nur, wenn wir Bereitschaft haben, auf den Heiligen Geist zu hören, auf das, was er uns sagt. Das geht in einem. Gleichzeitig werden wir immun für die Versuchungen vom Satan. Der Satan versucht uns sehr viel dort, wo wir lustlos sind oder müde sind, dass er sagt, ach komm, jetzt mach doch noch etwas für dich. Jetzt lass mal dir gehen, gut gehen. Jetzt hast du den ganzen Tag gearbeitet und gut da, bist vielleicht noch in der Gemeinde gewesen und hast dient. Jetzt geht's mal um dich, Mann, komm. Und dort sagt der Heilige Geist, nein, lass auf mich. Ich mag dir alles gönnen, aber lass auf mich. Ich möchte dir noch viel mehr geben. Gib nicht auf, Bereitschaft zu haben. Behalte die Schuhe an von der Bereitschaft. Das Schild vom Glauben. Der Glaube ist das, was wir glauben und nicht sehen können. Aber wir glauben an einen wunderbaren Gott. Er hat unsere Augen auf, dafür, dass wir ihn erkennen können. Er hat uns Weisheit gegeben, für dass wir wissen, wer er ist. Er fährt unsere Sicht aufzutun, damit wir immer noch mehr erkennen können. Er fährt unseren Röhrenblick erweitern. Und das ist Gott auch noch und das auch noch und das. Das ist der Glaube.
Und Satan versucht immer wieder, unsere Sicht wieder so zu machen und zu sagen, dein Gott ist nicht so, er ist nur so. Er sieht nur das, du musst dir alles verdienen, du musst das machen und das. Und er probiert, unseren Glauben mit Problemen und Sachen, die sich in unser Leben reinkommen, anfangen zu shaken. Sachen, die wir nicht verstehen. Durch Leidenszeiten, die wir gehen müssen, die hart sind, probiert er uns zu sagen, der Gott, der meint es im Fall nicht gut mit dir. Ich würde im Fall mal schauen, ob es einen anderen gibt. Das kennen wir auch. Uns wegzunehmen, dass wir nicht glauben. Dass wir auf einmal einen Beweis wollen. Jetzt geben wir einen Beweis her, ich will dich sehen. Sonst kann ich nicht mehr glauben. Und Gott funktioniert nicht so. Der Helm von der Rettung. Durch Jesus sind wir erlöst worden. Wir sind erlöst. Wir sind frei. Wir müssen nichts mehr leisten. Das Schwert vom Geist. Ja, anstelle von Jesus, von Gott, haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und durch den Heiligen Geist, es ist uns alles möglich. Alles. Aber nur durch den Heiligen Geist. Du denkst jetzt sicher, ich könnte ja auch kämpfen ohne Geist. Oder mit meiner eigenen Kraft gegen die Sachen. Wenn der Teufel kommt, dann kann ich ja sagen, im Namen von Jesus, ich habe mein Schild auf vom Glauben, verschwind Teufel. Das kannst du. Aber ich sage dir eins, der Satan weiss, wenn du ohne Geist kämpfst. Der Satan weiss es immer, wenn wir ohne Geist kämpfen, er ist nicht dumm. Und das ist die grösste Gefahr für uns, wenn wir ohne Heiligen Geist Sachen verändern in dieser Welt. Das ist die grösste Gefahr, weil wir immer werden zu Fall kommen. Immer. Weil Kraft am Herrn, die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Das ist das Leben in uns. Das ist das, was uns wachsen in Autorität im Herrn. Wenn wir eine Beziehung leben mit Jesus Christus und mit dem Geist in uns und alles ihm unterordnen und sagen, was willst du von mir? Gib mir noch mehr, fangen wir es an zu zeigen. Durch den Heiligen Geist kommt die Sicht, dass wir überhaupt den Satan erkennen können. Durch den Heiligen Geist bekommen wir Erkenntnis, wer der Satan ist, wer wir sind in Jesus. Wir können nicht gegen Sachen kämpfen, die wir nicht kennen. Gott, der Geist Gottes, schenkt uns Weisheit, macht unsere Augen auf, dass wir Sachen von Anfang sehen, die wir jetzt noch nicht sehen. Und das ist unter anderem am Satan seine Angriffe. Wir sollen es einfach sehen und bekämpfen mit dieser Kraft, die wir haben, Jesus. Ich glaube nicht, dass wir jeden Tag neu die Waffenrüstungen müssen anlegen und uns müssen rüsten, jeden Tag symbolisch. Aber wir müssen uns einfach bewusst werden, dass das in uns lebt und dass wir das dürfen sollen und dürfen in Anspruch nehmen. Dass wir müssen einfach sensibilisiert werden, was da eigentlich abgeht in dieser Welt. Dass wir gegen Mächte kämpfen, die um uns herum sind, die uns verschlingen wollen. Und wir müssen geschützt sein mit dem Panzer, der nichts an uns reinlässt. Kein einziger Pfeil irgendwann an einer freien Stelle in unser Fleisch kann eindringen und in unsere Seele hinein. Und darum ist es so wichtig, liebe Leute. Jetzt komme ich wieder zu dieser Seele. Unsere Seele ist ja von Grund auf, also wenn Kinder auf die Welt kommen, sind sie meistens nicht die liebsten Engel, eben. Sie sind manchmal sehr selbstsüchtig und sehr egoistisch. Kinder müssen zuerst erzogen werden und dann zu Jesus geführt werden. Und nachher können sie sich entscheiden, ich will mit dir unterordnen, Jesus. Und dann werden sie zu Mann und Frau nach Gottes Bild. Klar gehören sie Jesus, klar. Wir sind sündige Wesen und wir sind befreit worden. Aber unsere Seele, das sind unsere Gefühle, die sagen uns sehr viel etwas anderes, was der Heilige Geist uns würde sagen. Unsere Seele, das sind unsere Gefühle, die sagen, in meinem Fall jetzt nicht, lass mich ruhen. Der hat mich im Fall verletzt, der schießt mich so hinten an. Dem muss ich jetzt gleich sagen. Und die Seele sagt nein. Und der Geist sagt nein. Vergib. Vergib. Tu dich mir unterordnen. Seel, komm zur Ruhe. Wird ruhig in mir. Oder es gibt einen Bibelvers, einen wunderschönen. Seel, wird ruhig in mir. Tu dich mir unterordnen. Es ist so wichtig, dass wir das aussprechen über unserem Leben. Dass unsere Seel sich einordnen kann am Geist Gottes. Und weisst, was für ein wunderbares Geschenk, wenn die Seel und der Geist im Einklang miteinander verhandeln. Wenn wir auf das Mal einfach vergeben können, weil es ganz logisch ist, wenn wir gefüllt sind von der Liebe von Jesus. Und dann wird die Seele nicht immer rebellieren, weil sie sich daran gewöhnt, dass sie unter dem Geist Gottes aufblühen kann. Unsere Gefühle werden auf das Mal Gott ähnlicher werden, weil unsere Seele unter der Herrschaft vom Heiligen Geist steht. Und das finde ich ein wunderbares Bild. Wir brauchen den Geist und wir brauchen die Seele. Zu all dem dazu.
Auch Jesus ist nicht verschont worden von Angriffen. Wo Jesus getauft wurde, hat Gott ihn bestätigt als sein Sohn. Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und die nächste Geschichte in der Bibel lesen wir, wo Jesus in die Wüste geführt wird und der Satan ihn versucht. Und der Satan, was macht er? Er sagt nicht, Jesus, ich schenke dir das und das und das und das und du kannst noch, sondern er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann beweisen wir es. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, das heisst noch lange nicht, dass wenn er das hat gesagt, die Gott im Himmel, dass das so ist, glaubst du das? Weil, also, wenn du es wirklich bist, dann mach das. Und was macht Jesus? Er tut sich nicht verteidigen aus einer Gefahr ab. Und er tut sich auch nicht verteidigen, was er macht, ist, im Wort Gottes steht das und das. Mein Vater im Himmel hat gesagt das und das. Was er macht, er nimmt die Wahrheit von dieser Waffenrüstung in die Hand und sagt, verschwind. Im Wort Gottes steht. Und das ist die Wahrheit. Und der Teufel muss ihn verlassen. Der Satan ist zwar entwaffnet worden, aber er ist noch nicht vernichtet. Und nur dann, wenn wir uns von jeder Sünde, von jeder bewussten Sünde, bewussten, abwenden und Jesus will endlicher werden und bewusst für einfach so leben, dann können wir gegen Satans Angriffen erfolgreich einfach ankämpfen. Wir müssen wollen, unser Leben dem Jesus unterordnen und unsere Sünden ihm hergeben und einfach super leben, so dass es Jesus und Gott, so dass es ihn ehrt. Jetzt möchte ich ganz einen kurzen Grund machen, nur mal ganz schnell. Wir machen Me and My Jesus Nights, das wissen die meisten von euch. Das ist ein Abend, wo hier Live-Musik ist, wo wir Live-Worship machen und die Leute einfach reinkommen können. Es wird aber nicht geredet in diesem Raum, sondern es ist wie eine Stiftshütte, wo du kannst kommen, deine Zeit mit Jesus verbringen. Und warum dass wir das machen, möchte ich dir schnell sagen. Ich glaube, Worship ist einer ganz wichtiger Angriff gegen Satan, den wir heute Hände bekommen. Wisst ihr, was wir machen, wenn wir Gott anbeten? Wir beten ihn an mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserem Geist und mit unserer Stimme, mit unserer Haltung. Einheit, versteht ihr? Das ist Einheit. Da kommt nichts rein, genau gar nichts. Darum sollen wir Gott anbeten. Es ist eine Kraft, die wird Auswirkungen haben in unser Leben hinein, wenn wir Gott anbeten. Wenn wir ihn über alle unsere Situationen stellen, ihn erheben, egal wo wir stehen in unserem Leben hinein. Wenn wir ihn erheben und sagen, du hast verdient, dass du jeden Tag meine Ehre bekommst. Jeden Tag bekommst du meinen Lobgesang, Herr. Egal, ob ich dich manchmal verstehe oder nicht, das ist so gleich. Weil ich weiss, wer du bist. Ich liebe dich und ich will mehr von dir und ich bete dich an. Und das ist ein Grund, warum es mit mir mein Jesus Nights machen. Ich glaube, dass es Auswirkungen wird auf unser Leben, auf unsere Gemeinde und auf die Stadt Bern. Dass Menschen werden bekehrt werden, weil sie die Heiligkeit in uns innen wiederfinden, die Einheit in Jesus. Und weil wir etwas wahrnehmen, nämlich eine Berufung, die wir Menschen haben bekommen. Die Bibel steht, dass wir ihn anbeten sollen. Dass sein Wille soll geschehen, wie im Himmel soll auf Erden. Und im Himmel ist Lobpreis Tag und Nacht. Warum nicht hier Lobpreis Tag und Nacht? Ich gehe für das, ich liebe es. Weil ich weiss, dass es eine Waffe ist gegen Satan. Er muss weichen, wenn ein Ton gespielt wird. Ein Ton gesungen wird zu Gottes Ehre. In Petrus 5, an einem Psalm 149, 6. Ein Loblied auf Gott erklingt aus ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert halten sie in der Hand. Das ist eine Waffe. Ein zweischneidiges Schwert. Der Worship, die Anbetung, die Adoration to God. In 1. Petrus 5, 8 lesen wir. Bleibt besonnen und wachsam. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Das ist krass, stellt euch das jetzt mal vor. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir Christen werden, sind der Teufel weit, weit weg verbannt. Er kreist um uns herum. Jederzeit bereit, eine Lücke zu finden in unserem Panzer, um uns anzugreifen. Jederzeit auf der Lauer, einen Fehler bei uns zu finden, einen bewussten, einen Stell zu finden, wo wir nicht geschützt sind, um uns zu sagen, komm, du bist nicht würdig. Komm, du bist eh nicht wertvoll, Gott kann dich nicht brauchen. Mach das, mach jenes.
Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Christen in der Welt dieses Leid ertragen müssen. Jesus hat uns nicht gesagt, dass alles einfach wird. Ja, es sind Sachen in unserer Welt, die wir nicht verstehen, in unserem Leben. Aber Gott steht über dem und wir müssen anfangen lernen, dass wir ihn nicht hinterfragen. Wir dürfen ihm sagen, wozu? Für was kannst du das brauchen? Ich möchte, dass du es mir erklärst. Dass ich mein Teil vielleicht drin kann sein. Wir müssen uns anfangen schützen, weil der Teufel wird nicht loslassen. Und liebe Christen, wenn wir nicht wachsen in Autorität, wo der Herr, wo der Heilige Geist uns gibt, dann werden wir in dieser Welt nicht viel bewirken und auch wir werden im Leben nicht weiterkommen. Und ich habe einen Hunger nach mehr, dass ich die ganze Fülle vom Evangelium, von Jesus Christus, kann erleben in meinem Leben. Und für andere Menschen kann es Licht sein, Salz und Licht kann sein. Dass jeder Mensch muss sehen durch mein Leben durch, dass er lebendig ist, dass es mehr gibt. Ist das nicht unser Wunsch? Es ist so sehr mein Wunsch. Ich bete dafür und ich hoffe, dass Gott dich in diesem Moment irgendwo persönlich berührt hat. Bleib mit dieser persönlichen Berührung nicht einfach alleine, sondern komm zu unserer Celebration. Du kannst schauen, wenn sie stattfindet, auf unserer Webseite www.eisjustichbern.ch. Ich würde mich freuen, dich persönlich am Welcome Point zu begrüßen.